Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich denke, sowas erleben viele von uns kein zweites Mal. Deswegen hat man es einfach genossen, die Atmosphäre, die Stimmung mitgenommen und mal erlebt, gegen Profis zu spielen, die alltäglich wirklich Fußball spielen und keine Berufstätigen sind wie bei uns jeder. Aus dem Grund hat man sich gefreut, so ein Spiel mal erleben zu dürfen, denke ich. Ja, da sieht man, dass wir daran arbeiten, dass die Entwicklung immer voranschreitet. Und auch in so einem Spiel ist es nicht selbstverständlich, gegen Sechstligisten 13 Tore zu machen. Das muss man auch honorieren. Und vor allem, dass wir halt über 90 Minuten, viele Jungs haben jetzt auch länger nicht gespielt, haben jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit 90 Minuten gespielt und haben auch am Schluss noch Gas geben können. Das heißt, da wurde im Training gut gearbeitet. Ich glaube, das war mein erster Treffer seit 2 Jahren bestimmt. Also passiert nicht so oft, hatte ein bisschen Glück, aber ja, natürlich ein schönes Gefühl, noch ein Tor machen zu können. Ja, ich weiß gar nicht, irgendwann hieß es dann mal, dass er, wenn er noch ein Tor schießt, das dann frei ist morgen. Ja, das war dann aber nur ein Gerücht. Also ja, 8 Tore, natürlich super viel. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen. Natürlich mit den 60ern jetzt im Nacken weit oben bleiben. Aber ich bin auch der Meinung, dass in einer Stadt wie Hanau eine Mannschaft mindestens in der Hessenliga spielen sollte. Mit dem Handball in der 3. Liga und Basketball sogar in der 2. Liga, glaube ich, sind wir schon recht gut vertreten. Da fehlt es halt beim Fußball. Aber ich bin guter Dinge, dass es dieses Jahr klappt. Ich hoffe, dass wir es am Ende sein werden. Aber die 60er sind ja auch noch gut dabei. Ja, ich denke sehr. Also wir als Mannschaft oder ich jetzt hier kann ja nur sagen, dass wir gerne mit ihm zusammenarbeiten, dass es ein gutes Arbeiten ist, dass er absolut in der Mannschaft auch gut ankommt. Und ja, für einen Trainer ist es immer wichtig, Punkte zu machen. Ich meine, die Bundesliga, die ist da erbarmungslos. Wir haben es jetzt in anderen Vereinen gesehen. Und deswegen war es gerade für uns, weil wir reden jetzt hier immer von der Entwicklung. Und die ist halt leider nicht so, dass da auf Ergebnisse verzichtet wird. Und deswegen sind wir froh, dass wir auch die Punkte jetzt schon mal gemacht haben und eben so weiterarbeiten können, ohne dass Unruhe oder etc. auftritt. Nach einem 13-0 würde ich sagen, dass man nicht absolut viel mitnehmen sollte. Trotzdem haben wir, denke ich mal, in der ersten Halbzeit mutig mitgespielt, versucht, unser Spiel aufzuziehen, weil wir sind eine fußballerisch starke Mannschaft. Und ich denke, dass wir das heute gegen die Eintracht gemerkt haben, dass es phasenweise einzeln vereinzelt geklappt hat und dass wir das in der Verbandsliga genauso fortführen werden. Ja, ich will gar nicht allzu viel darüber reden. Wie gesagt, ich bin mimisch im Training. Ich gebe hier in den Spielen, wenn ich meine Minuten kriege, Gas und alles Weitere entscheidet dann der Trainer. Ich habe ja die letzten Wochen mit der Mannschaft trainiert, war im Kontakt mit jedem und natürlich ist es frustrierend. Wenn es das nicht wäre, dann wäre es traurig und von daher ja, hoffe ich, dass es jetzt positiv vorangeht. Ich denke einfach das Abgezockte, weil wir haben es auch selbst gesagt, in der Verbandsliga rennt ihr dann einer mal nicht so hinterher wie heute, um das Tor absolut verhindern zu wollen. Heute war es der Fall und da ist ja ein Innenverteidiger im Nacken, wo du es nochmal schwieriger hast, im letzten Moment dich zu konzentrieren. Ich denke, das war dann der ausschlaggebende Punkt, was gefehlt hat noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.